Mann, das gibt es doch nicht. Letztens so Fülle gesehen und jetzt hier ja kein mehr, Alter. Was ist denn hier los? Ist denn das hier? Wo ist jetzt der schon, oder? Ey, der macht mir eine Angst, ey. Vielleicht hätte ich den erstmal nach Hause bringen sollen. Kann doch wohl nicht sein. Mal langsam was essen hier. Ihr habt das da wohl nicht. Du hau mir ja nicht ab, mein Freund. Trau dir das nicht. Finde dich. Hol dich kalt. Oh, Sonnenblümchen, toll. Schöne Sonnenblümchen. Oh, wieso was? Können wir einfach ein paar mitnehmen hier, wa? Für gelbe Farbe. Wir wollten ja, bis der Lucky wieder kommt, so eine kleine Deutschlandflagge hinbasteln. Bist du da? Jo, sehr schön. Ach, die Kacke. Los, greif an den Berg. Greif den Berg an. Mach kalt den Berg. Beiß den Berg kaputt. Wo ist denn die Töle jetzt schon wieder hin, ihr Alter? Ja, ey. Sag dir. Ja, immer mal die dicke Putz hier, damit wir dich hochhüpfen können, nicht? Oh, hier oben sind ja wieder ein paar Bäumchens. Hier sind, oh, hier sind auch wieder Bäumchens. Wieder Aua gemacht. Hier sind wieder Kuhchens. Bist du da? Ich hab dich bellen hören, aber wo bist du, mein Bandit? Rennst du jetzt hier einfach schon vor, oder was? Rede ich ja noch mit dem. Ach, der Regen ist vorbei. Ja, nun komm, 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 komm. Komm ran hier. Trau dich nicht hier, dich hier irgendwie zu verpieseln, mein Freund. Denn ist Kacke am Dampfen, was sag ich dir. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Ja. Bleib schön in der Nähe. Ja, also ein paar Minuten gebe ich's auf. Dann gehe ich erstmal nach Hause und freue mich, dass ich überhaupt einen hab. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Oh, ein braunes Schaf. Aber braune Wolle. Weil natürlich keine Wolle fallen lassen. Naja, gut. Hätte ja klappen können. Hundi da? Hundi da. Ja, gucken wir mal in das Wäldchen rein hier. Mal letztens so viele Wölfe hier gesehen und jetzt nicht einer mehr. So viele waren das letztens. Gucken wir mal nochmal. Hier sieht doch ein Süd aus. Wo hier sind wieder bloß blöde Kühe. Statt Hunde oder Wölfe. Ja, natürlich ist der Tag gleich wieder vorbei. Was war das jetzt hier? Was leckt denn hier schon wieder? Gleich wieder mit der Fackel rumrennen. Da sind wieder Schweine. Hundi ist nur da. Langsam wird es warm jetzt hier. Habe ja, wie gesagt, den Ventilator aus. So, hier werde ich jetzt erstmal eine kurze Pause einlegen und bin gleich wieder da.
So, da bin ich wieder. Mittlerweile ist wieder Tag. Und was sehe ich hier? Ein Wolf. Cool. Komm schon. Yeah! So, was heißt das jetzt? Zwei Wölfe, ab nach Hause. Kommt. Noch einer. Ja, hat er sich geportet, okay. So, na dann wieder auf nach Nordwesten. Zurück nach Hause. Zurück, zurück. Sind beide überhaupt noch da? Beide noch da? Sehr schön, so soll er sein. Ja, dann mal gucken, dass wir hier nicht so eine Wege laufen, wo die sich dann wiederum irgendwo einklemmen oder irgend so ein Scheiß. Sind sie da im Kreislauf oder so ein Mist? Und dementsprechend despawnen, sterben oder sonst was. Ja, heute voll. Habt ihr gebadet? Krieg an. War da wohl saudreckig, schwatt. So, na denn, den langen, langen Marsch. Mit dem dicken Arsch. Oh, hier sind wir im Sumpf. Jetzt haben wir aber mitten am Tage. Dementsprechend keine Chance auf Blubbel. Ich glaube, so dringend haben wir Blubbel sowieso gerade nicht. Also dringend nötig. Beide Wölfe noch da, sehr schön. Ja, kommt mal. Nicht wegbleiben. Immer hinterher. Nummer 1 und dahinter Nummer 2. Sehr schön. Oh, da haben wir ein paar blaue Blümchen. Haben wir natürlich auch noch nicht. Können wir gleich mal mitnehmen hier. Na nu. So, haben wir. Die Bärenhunde sind noch da. Dann geht's weiter nach Westen hier. Tüdel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 ü
So, und vielleicht nochmal die Hunde vermehren. Sollte schon mal zwei kleine Welpen haben. Dann müsste Lucky Lion, wenn er dann wiederkommt, sich nur einen Hund besorgen. Vermehrt seinen einen Hund mit einem meiner Hunde und hat dann daraus wiederum den Welpen, der dann ihn gehört. Und sozusagen eben zwei Hunde. Womit er dann weiter seine Zucht denn da betreiben kann. Der hat treiben gesagt. Also seine Zucht weiter betreiben kann. Um dann eben auch mehrere Hunde zur Verfügung zu haben. Bin ich natürlich am Überlegen, ob wir ein Gehege mit Zaun bauen. Oder aber vielleicht lieber ein Haus. Also, naja, eine Hütte halt, eine Hundehütte. Zwei Blöcke hoch, der dritte Block wäre dann schon das Dach gleich. Und ein paar Block breit, paar Block lang. Und das eben als großes Hundegehege, überdachtes Gehege oder irgendwie so. Weil ich habe keinen Bock, dass wenn Luki und ich uns prügeln, dass die sich dann rausporten. Ich vermute mal, dass durch ein Gehege die sich leichter porten als durch ein Haus. Das ist jetzt die Frage. Vielleicht wisst ihr da was. Ich meine, das dauert ja nur noch ein Weilchen, bis Luki scheinbar wieder da ist. Wäre aber trotzdem schon mal äußerst interessant im Vorfeld. Bevor er wieder da ist. Ich werde mich natürlich auch selber belesen. Ich vermute aber mal, dass ich nichts finden werde. Weil das bestimmt noch nie jemand brauchte. Oh, hier gibt es bestimmt einen Creeper. Ah, ist wieder unterirdisch. Alter Verwalter. Was ist das hier? Wie geil ist das denn? Ist das wirklich da oder ist das nur irgendwie jetzt ein Bug? Nö, das ist wirklich so. Krass. Stellen wir uns mal eine Fackel hier hin. Ist ja Hammer, ey. Boah. Ach, das ist diese Schlucht hier, die hatten wir, glaube ich, letztens schon mal. Voll krank. Also manche Berge, Hügel oder Schluchten sind hier so krass. Das ist schon langsam dann manchmal nicht mehr lustig. Knallst du runter, bist du sofort weg. Ohne dass du noch Zeit hast zu überlegen, och, sterbe ich jetzt oder mal lieber nicht oder wäre ja doch ganz schön. Nee, nee, da ist denn sofort vorbei. Oh, ich guck immer noch. Das letzte Mal, das muss sich nicht unbedingt wiederholen. Wo der Hund auf einmal nicht mehr, oder der Hund nicht mehr hinterher. Ja, genau. Wo der Hund auf einmal nicht mehr hinterher kam und weg war. War schon ein bisschen doof. Fand ich gar nicht toll, du. Wir müssen auch mal langsam hier irgendwie mal nach Hause kommen, sag mal. Ja, falls ihr es gerade gehört haben solltet, ich versuche es natürlich rauszuschneiden. Manchmal geht's nicht. Verpasse ich auch manchmal die Stellen oder denk mal nicht dran oder sonst was. Meine Nachbarn. Ich wohne ja da leider nur in einer Wohnung. Meine Nachbarn. Sind welche, die wissen nicht, was eine Türklinke ist. Ja, kann man eigentlich nicht zu sagen. Will man eigentlich nur die Schrotflinte nehmen und mal anklopfen drüben, aber man darf ja leider nicht. Man darf leider nicht. Was will man also machen? Muss man hinnehmen, blöderweise.
So, ich vermute mal, ja, das müsste hier die Stelle sein, wo wir unseren ersten Hund her hatten. Das müsste hier sein, glaube ich. Obwohl, kann auch ganz woanders sein. Weiß ich jetzt nicht. Jetzt mal kicken, sind beide noch da, Hugh. Dann werden wir jetzt hier mal rüberschwimmen. Ah, kick mal, da hinten ist noch ein Wolf. Da war noch einer. Siehst du, hätten wir ja nicht so weit laufen brauchen hier. Scheiße. Was willst du machen? Der war vorhin einfach nicht zu sehen. Ich könnte mir jetzt, wie gesagt, auch einen dritten mitnehmen, aber dann hat Lucky Line schon wieder ein Problem. Wegen ja Knochen. Beide noch da. Dann lass mal rüberschwimmen hier. Ist das von vorhin noch? Ja, ein bisschen schneller schwimmen. Mal kicken, mal umdrehen. Beide noch am Schwimmen. Scheiße, wo bin ich hier, Alter? Schwimmen wir erstmal nur komplett nach Norden hier. Nicht mit Osten oder so ein Kack, nur nach Norden. Erstmal kicken. Jetzt sagen wir, nee, die sind jetzt gerade weg. Alter, ich krieg es im Kopf. Also, einer ist hier. Ach, und jetzt wird es da. Gut. Dann werden wir es mal von. Wo ist denn der andere jetzt schon wieder hin? Und da. Dann werden wir es mal von Ufer zu Ufer schwimmen hier. Schwimmen wir mal direkt darüber.